Du bist Politik Digital. Ein Videopodcast der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich aus dem Moritzhof in Magdeburg begrüßen zur Sendereihe der Landeszentrale für politische Bildung Du bist Politik digital. Mein Name ist Frank Leeb. Ich bin Referatsleiter in der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Und wir werden heute uns mit dem Thema beschäftigen Nazi-Diktatur und Vichy-Regime. Ein Thema, das doch für viele von uns ein weißer Flecken ist. Und dazu haben wir heute hier bei uns aus Ludwigsburg angereist, von der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg, Herrn Professor Clemens Klünemann. Und wir haben als einen weiteren Gesprächspartner Benjamin Kürk, Leiter des Institut Français hier in Sachsen-Anhalt. Ja, Herr Professor Klünemann, Sie haben ja ein Buch geschrieben, das sich mit diesem Thema befasst, werden auch daraus uns die eine oder andere Passage vorlesen und kommentieren. Und wir freuen uns auf das spannende Thema. Ja, vielen Dank für diese freundlichen Worte zur Begrüßung. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich mein Buch hier vorstellen kann, vor allem aber das Thema vorstellen kann und dass wir darüber diskutieren. Sie haben davon gesprochen, es handele sich um einen weißen Fleck in der Geschichte beider Länder, Deutschlands und Frankreichs. Und das ist eine ganz witzige Koinzidenz, weil der ursprüngliche Titel des Buches eigentlich lauten sollte, Der blinde Fleck, weil es sich um einen blinden Fleck in der Beziehung der beiden Länder handelt. Und wir, der Verlag und ich, wir haben uns dann schließlich zu einem anderen Titel entschieden, Sigmaringen, eine andere deutsch-französische Geschichte, wobei dieser Titel natürlich insofern auch erklärungsbedürftig ist, als es ja nicht darum gehen kann und soll, die Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich umzuschreiben, also eine andere Geschichte zu schreiben, sondern dieses Adjektiv anders bezieht sich darauf, dass viele Aspekte dieser Geschichte zwischen den beiden Ländern ausgeblendet wurden, zu einem blinden Fleck geworden sind und auch ein gewisses Potenzial, was nicht ganz ungefährlich ist, politisch nicht ganz ungefährlich ist, entwickelt haben. Und meine Absicht war und ist, diesen blinden Fleck zu beleuchten und deutlich zu machen, dass es notwendig ist, auch die Seiten der, wie Henri Rousseau das nennt, Mémoire négative, also der negativen Erinnerung, zu berücksichtigen, damit man einen ehrlichen Umgang mit dem Nachbarn, mit dem Nachbarland pflegt, aber natürlich auch mit seinem eigenen Geschichtsverständnis. Und genau, das ist der ursprüngliche Impetus dieses Buches gewesen, aus dem ich jetzt ein paar Passagen einfach mal vorlesen möchte und mich dann freue, dass wir hoffentlich darüber womöglich kontrovers diskutieren werden. Vielleicht zum Aufbau zwei, drei Worte. Das erste Wort des Titels heißt Sigmaringen. Und es geht natürlich um die Stadt Sigmaringen, in der sich von September 1944 bis April 1945 die amtierende, legale französische Regierung befand, nämlich die Regierung unter Marschall Pétain. Und insofern war auch wieder ganz legal, oder man müsste sogar sagen legalistisch gesehen und formal juristisch gesehen, war Sigmaringen, so paradox das jetzt klingt, etwa 7 Monate lang die Hauptstadt Frankreichs. Zumindest der Regierungssitz Frankreichs. Aber es ist klar, dass sich diese Aussage sofort selbst relativieren muss, denn als die Regierung die Pétain-Regierung in Sigmaringen saß, waren
größte Teile Frankreichs längst befreit. War der provisorische Staatsoberhaupt Charles de Gaulle bereits in Paris. Und insofern sprach man von einer operettenhaften Inszenierung, von einer Episode, die man deshalb ja auch, weil es eben nur eine solche Operette gewesen war, vergessen könne. Und das war sicherlich ein großer Fehler. Denn wenn man diese Zeit vergessen hat, hat man damit auch die Akteure vergessen und hat damit auch sehr viele Stichwortgeber einer radikalen und vor allem radikal antirepublikanischen, antidemokratischen und vor allem auch antisemitischen Politik hat eben diese Akteure vergessen. Und wir sehen ja heute, dass in beiden Ländern beide Tendenzen leider wieder an Aktualität gewinnen. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie sich die Diskurse gleichen. Die Diskurse von 1944 verglichen mit denen aus unseren Tagen heute. Und das ist mir bei der Beschäftigung mit diesem Thema aufgefallen und deswegen habe ich etwas früher angesetzt als im September 1944. Diese Diskurse stammen aus der Zeit der Versöhnung zwischen beiden Ländern nach dem Ersten Weltkrieg, aus den 30er Jahren also. Und viele Begrifflichkeiten, die heute selbstverständlich geworden sind im deutsch-französischen Kontext, stammen eben aus den 30er Jahren von Akteuren, auf die ich gleich noch näher eingehen werde, benutzt, allerdings mit einer ganz anderen Konnotation. Und das macht sie so interessant und eben auch gefährlich. Deswegen habe ich den Aufbau des Buches so gestaltet, dass ich zunächst mit einem Kapitel beginne, das den Titel trägt Idealisierung, Dämonisierung und Ressentiment zur Vorgeschichte der Kollaboration. In diesem Kapitel geht es vor allem um die sogenannte geistige Kollaboration, also nicht um die konkrete Kollaboration, die konkrete Zusammenarbeit, die dann ab dem Sommer 1940 stattgefunden hat. Ein weiteres Kapitel wird sich mit der seltsamen Niederlage, das ist ein Zitat eines Buchtitels von des Historikers Marc Bloch, L'étrange défaite, die seltsame Niederlage, wird sich also mit dieser seltsamen Niederlage des Sommers 1940 beschäftigen. Seltsam nicht nur, weil Frankreich damals als das Land mit der stärksten und performativsten Armee galt, sondern seltsam auch aus anderen Gründen, auf die ich gleich eingehen werde. Natürlich steht im Zentrum die deutsch-französische Zusammenarbeit an einem neuen Europa im Zeichen von zwei Ismen. Der eine ist der Antisemitismus und der andere, und das wird manche oder hat manche Leser, wie ich schon feststellen durfte, etwas irritiert. Der zweite große Aspekt ist, dass diese Zusammenarbeit von einem Pazifismus geprägt war. Wir verbinden heute mit Pazifismus eher positive Assoziationen, aber der Pazifismus der 30er Jahre ist nicht ganz unschuldig. Auch darauf werde ich eingehen. Und dann schließlich auf die Situation, wie sie sich denn nun im Spätsommer, Winter 1944, 45 in Sigmaringen selbst an Ort und Stelle gestaltet. Sie war übrigens wesentlich weniger dramatisch, als Louis Ferdinand Céline sie in seinem Roman D'un Château l'autre beschrieben hat, womit er allerdings die Wahrnehmung Sigmaringens und dieser Zeit geprägt hat. Und schließlich werde ich in zwei Kapiteln auf die Aktualität dieser Thematik ein. Genau. Zurück zum blinden Fleck, zum weißen Fleck in der Geschichte zwischen beiden Ländern. Es geht also zum einen darum, die Fakten erstmal zu nennen, was jeder Historiker tut. Er erzählt die Geschichte der Ereignisse, die stattgefunden haben, die eben weniger bekannt sind. Vichy eher, Sigmaringen weniger. Zum Zweiten aber geht es hier auch oder muss es auch gehen um Gedächtnisgeschichte, so wie Jan Assmann das beschrieben hat. Also nicht, was ist passiert, sondern der Frage nachzugehen, warum ist das, was passiert ist, entweder gar nicht erinnert worden oder warum ist es so erinnert worden, wie es erinnert worden ist oder warum hat man dies weggelassen und jenes vergessen und womöglich auch
hinzugefügt, ausgeschmückt. Ich habe gerade schon das Beispiel Céline genannt, der das ja getan hat, 12 Jahre nach dem Krieg in seinem Roman. Und insofern geht es also auch darum nachzudenken, wie wird erinnert und wie wird vergessen. Das hat sehr viel, vielleicht kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, mit Ernest Renans Frage zu tun, was denn eine Nation sei. Und in dieser bahnbrechenden oder programmatischen, sollte man vielleicht eher sagen, programmatischen Rede 1882 hat er das gemeinsame Erinnern und auch das gemeinsame Vergessen wollen. Als Substanz der Nation oder eines Volkes, das sich als Nation versteht, beschrieben. Ich fange an mit einem Textabschnitt, das sind etwa 3-4 Seiten, aus dem Kapitel über die seltsame Niederlage im Sommer 1940. Die französische Republik erliegt ihrer eigenen Zerrissenheit. Ich lese daraus jetzt erstmal ein paar Passagen vor. In 5 Jahren wird der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich ausbrechen und Frankreich wird vernichtend geschlagen werden. Wer dies im März 1934 schrieb, ließ ein gewisses Gespür für die Spannungen der deutsch-französischen Beziehungen erkennen. Der Satz erscheint an eher unauffälliger Stelle eines Buches mit dem Titel »Socialisme fasciste«. Und sein Autor, Pierre Drieu-La Rochelle, beobachtete nicht nur scharfsinnig die politischen Strömungen seiner Zeit, sondern er begleitete, ja prägte sie in polemischer Weise. Wer ist dieser Intellektuelle, der nach dem Ersten Weltkrieg, den er mehrfach verwundet überlebte, in den Kreisen der Surrealisten und Dadaisten verkehrt, der noch im Januar 1934 mit Louis Aragon und André Malraux für den Antifaschismus wirbt und der sich als ausgesprochen philosemitisch gab? Was ihn indes nicht hinderte, wenige Jahre später den krudesten Antisemitismus zu propagieren. Immer wieder taucht in seinem Buch »Socialisme fasciste« der Begriff »le système«, das System, auf, mit dem er den Parlamentarismus der Dritten Republik meint und dem er endgültiges Versagen bescheinigt. Seine Polemik gegen die Republik ist das französische Pendant zu Friedrich Siebourgs Ironisierung des Frankreichs der Zwischenkriegszeit. Und ähnlich wie Siebourg, der sich nicht zu schade war, seine antirepublikanische Häme mit dem Begriff der Humanität zu adeln, verkehrte Drieu-La Rochelle zu Beginn der Zwischenkriegszeit in linken Kreisen, bevor er sich mit sicherem Gespür der neuen Zeit anpasste. Neue Zeit ist ein Zitat aus seinem Buch. Drieu-La Rochelles Socialisme fasciste ist das Manifest seiner Hinwendung zum Faschismus, die er selbst indes ebenso wenig als Kehrtwende empfand, wie Jacques Doriot seine Entwicklung vom kommunistischen Pariser Vorortbürgermeister zum Chef der faschistischen Partei Parti Populaire Français als Widerspruch auffasste. Was vielen französischen Intellektuellen gerade im Austausch mit ihren deutschen Gesinnungsgenossen den Faschismus als moderne und damit per se zu begrüßende Bewegung erschienen ließ, war die Frage der Gewalt. Ja, das Faszinosum, das von ihr ausging und einen Umsturz der bestehenden Verhältnisse nachgerade als Selbstzweck erscheinen ließ. Die nach 1945 und dem Zeichen des Sieges der Sowjetunion über den Faschismus klar gezogene Trennlinie zwischen den beiden autoritären Versuchungen war in der Zwischenkriegszeit eher fließend. Ihr verbindendes Element zeigte sich in der Ablehnung von parlamentarischer Republik und bürgerlichen Freiheiten und nicht minder im Kult revolutionärer Gewalt. Die 1908 erschienenen Reflexions sur la violence des französischen Philosophen Georges Sorel, die 20 Jahre später in deutscher Übersetzung unter dem Titel Über die Gewalt veröffentlicht wurden, in denen die Grundlagen parlamentarischer Demokratie als Zitat, humanitäre Plattheiten deformiert werden. Diese Reflexions sur la violence waren für Lenin wie für Mussolini eine wichtige Quelle. Genauso wie für Georges Valois, der die royalistisch-katholische Action Française verließ, um nach dem Vorbild Mussolinis am 11. November 1925 in Paris eine nationale sozialistische Partei mit dem Namen Le Faisceau, oder Le Faisceau, müsste man eigentlich konsequenterweise sagen, zu gründen. Ich lasse es erstmal bei diesem kleinen Ausschnitt, aus diesem Kapitel. Vielleicht nochmal so viel zur Relevanz dieser Aussagen Drieu-La Rochelles.
Wie gesagt, für uns nach 1945 scheint es eine klare Trennungslinie zu geben zwischen Faschismus und Stalinismus, Kommunismus. In den 60er, 70er Jahren hat man ja sich intensiv mit der sogenannten Totalitarismus-Theorie auseinandergesetzt, die ja, heute ist es die sogenannte Hufeisentheorie, die also sozusagen die beiden Extreme wieder annähern will, was unter Historikern sehr umstritten ist. Vor 1945 und erst recht in den 20er, 30er Jahren war diese Frage überhaupt gar nicht von Bedeutung insofern, als Faschismus und Kommunismus als zwei konkurrierende, moderne, revolutionäre Bewegungen waren, die um ihre potenzielle Anhängerschaft buhlten. Der Begriff Faschismus, der ja eine Selbstbeschreibung zunächst im italienischen Kontext darstellt, dieser Begriff ist ja erst seit der Niederlage der sogenannten Achsenmächte, ja, verbrannt, müsste man sagen, also ist er negativ konnotiert. Dem war, wie gesagt, zu den Zeiten de La Rochelles keineswegs so. Ähnlich verhält es sich, wir haben uns ja schon kurz darüber unterhalten, ähnlich verhält es sich mit einem anderen Schlüsselbegriff, nämlich dem Begriff der Revolution, die ja in Frankreich eine große, und ich glaube, ich sage nichts Falsches oder nicht, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, eine glorreiche Tradition hat und die mit positiven Assoziationen besetzt ist und verbunden wird. Die Strahlkraft dieses Begriffs war so groß, dass einer der größten Gegner der Französischen Revolution von 1789 und ihrer Werte, ihrer Trias, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, dass einer der größten Gegner dieser Werte, nämlich der alte Marschall Pétain, trotzdem sich dieses Begriffs bediente, um seine Umgestaltung Frankreichs nach der Besetzung des Landes durch die Deutschen zu schildern. Und darauf gehe ich jetzt in dem nächsten Abschnitt, den ich kurz vorlesen möchte, ein und versuche das an einem konkreten Beispiel zu erläutern. Also ein weiteres Zitat. Diejenigen Franzosen, die im Sommer 1940 den deutschen Sieg begrüßten und somit die Kollaboration ermöglichten, taten dies weniger, wie nach der Befreiung 1944 behauptet, weil sie Frankreich vor einem sogenannten polnischen Schicksal retten wollten. Vielleicht sollte ich dazu Erläuterung kurz sagen, Polen wurde ja in ein sogenanntes Generalgouvernement umgewandelt, in dem die Deutschen, und das heißt in dem Fall die SS, unumschränkte Macht besaß und mit dieser Macht auch in brutalster Weise umging. Das sollte in Frankreich verhindert werden und deswegen so behaupteten die Kollaborateure nach 1945, nach der Befreiung Frankreichs. Deswegen hat man versucht, sich zu arrangieren, wie es im Französischen heißt, ein Accommodement, zu finden mit den Besatzungstruppen. Jetzt muss ich hier wieder den verlorenen Faden aufgreifen. Also es ging nicht darum, weil sie Frankreich retten wollten, sondern weil der deutsche Sieg die sogenannte Révolution nationale ermöglichte. Deren Anhänger waren geradezu traumatisiert von der folgenreichsten Krise, welche das politische Leben Frankreichs erschüttert hatte, nämlich der Dreyfus-Affäre, der Affäre um den jüdischen Hauptmann Dreyfus, der verleumdet, bezichtigt wurde, dann rehabilitiert wurde und dessen Prozess zu einer tiefen Spaltung der französischen Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts geführt hat. Und sie sahen, also diese Anhänger der Revolution Nationale, sie sahen in der nationalen Revolution Pétains, der die Trias von Liberté, Égalité und Fraternité durch jede von Arbeit, Familie und Vaterland, Travail, Famille, Patrie, wie es hieß, zu ersetzen suchte, sie sahen darin den Sieg des
Nationalisme Integral, mit dem Charles Maurras das bezeichnete, was in Deutschland später Volksgemeinschaft heißen sollte. Der Nationalisme Integral ist ein aus deutscher Sicht eher ungewöhnliches Phänomen, verbindet er doch die Ablehnung der Ideen der Französischen Revolution sowie universell geltender Menschenrechte mit einer ebenso fundamentalen Kritik der Romantik. Man muss sich der weitgehend in Vergessenheit geratenen politischen Theorien eines Carl Schmitt erinnern, um dieses Konglomerat zu verstehen. Gegenrevolutionäre Autoren wie Louis de Bonald, Joseph de Maistre oder Hippolyte Taine sahen in der Romantik die Konsequenz jener Auflösung, die mit der Reformation beginnt, im 18. Jahrhundert zur Französischen Revolution führt und sich im 19. Jahrhundert in Romantik und Anarchie vollendet. So entsteht das Monstrum mit den drei Köpfen, wie Carl Schmitt es nannte: Reformation, Revolution und Romantik. Carl Schmitt bezieht sich auf Charles Maurras, der denen eine Art Stichwortgeber war und übrigens bis zum heutigen Tage ist, die in der Politik nichts anderes als den Verrat am Volk wittern. Indem Charles Maurras zwischen pays réel und pays légal unterschied, also zwischen dem wirklichen Frankreich und dem nur administrativ, legalistisch, etatistisch auf dem Papier existierenden, indem er also zwischen diesen beiden Formen Frankreichs unterschied, nahm er das vorweg, was heute als Populismus bezeichnet wird. Auf das vermeintlich echte, das reale Frankreich, das Volk der einfachen, in der Provinz verwurzelten Menschen gilt es zu hören und nicht auf diejenigen, die es, so wird behauptet, nur von Amts wegen repräsentieren und sich auf Kosten des Volkes bereichern und die somit lediglich la France légale, das amtierende Frankreich, darstellen. Ich denke, es ist klar, dass hier deutlich wird, wie sehr diese Unterscheidung, die Charles Maurras machte, heute dazu dienen könnte, ein Phänomen wie das der Gilets jaunes, der Gelbwesten, zu analysieren und aus einer kritischen Distanz zu betrachten. Dieser Protest, der sich äußert gegen die da oben, die als tous pourris, also als verdorben, als korrupt bezeichnet, hat sicherlich in sozialen Verwerfungen, die es in Frankreich gibt, seine Berechtigung. Aber er steht, der Protest, auch in einer sehr gefährlichen Tradition und macht ihn zu einem Pulverfass für die Republik und für die französische Politik. Nach diesen Aspekten des Sozialismus Faschist, der Revolution nationale und dieser Unterscheidung zwischen pays légal und pays réel, also dem wahren Frankreich und dem nur administrativen, komme ich jetzt auf einen Aspekt zu sprechen, den man komplementär zur eben bereits erwähnten Dreyfus-Affäre sehen muss. Es gibt zwei Ereignisse, tiefgreifende Ereignisse innerhalb der französischen Geschichte des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die sich in aller Macht explosionsartig entfalten im Jahr 1940, als es zur Revolution nationale kommt. Und zwar sind das die beiden Erfahrungen, einmal der Pariser Commune von 1871 und dann eben zum Zweiten die Dreyfus-Affäre. Was haben diese beiden Ereignisse miteinander zu tun? 1871 wird in dem von den Deutschen, in der Hauptstadt Paris, die von den Deutschen belagert, umlagert wird, eine kommunistische Regierung, La Commune, ausgerufen, die radikal mit den Gleichheitsvorstellungen der Revolution, der diese zur Wirklichkeit werden lässt, was zum Schreckgespenst der französischen Bourgeoisie wurde. Und nun ergab sich die Situation, die dann auch tatsächlich in der Realität stattgefunden hat, dass man mit dem verhassten Erbfeind Deutschland, in dem Fall war es Preußen, das sich gründende Zweite Deutsche Kaiserreich, die linke Gefahr verhindern musste. Das heißt, wer die Wahl hatte zwischen den Deutschen und der Kommune, der hat sie eben entsprechend so getroffen, dass also man mit den Deutschen gegen die Gefahr
einer bolschewistischen Revolution vorging. Das ist so diese Grunderfahrung der Kommunen von 1871. Und in der Dreyfus-Affäre, oder die Dreyfus-Affäre, die von der Konstellation zunächst mal grundsätzlich etwas ganz anderes darstellt, ein Hauptmann der französischen Armee, der das Pech hat, Jude zu sein und einen deutschen Namen zu tragen, einen elsässischen Namen, wird verleumdet und dient sozusagen als Verräter Frankreichs. Und die Sollbruchstellen innerhalb der französischen Gesellschaft gingen entlang zwischen Germanophobie, also der Ablehnung Deutschlands, und dem Antisemitismus, beides zutiefst in der französischen Bourgeoisie verankerte Denkformen, zwischen denen man sich entscheiden musste. Auch das war 1940 der Fall, als Paris, ganz Frankreich, besetzt wurde und man zwar den Erbfeind im eigenen Land ertragen musste, aber gleichzeitig auch sah, dass man mit ihm im Rahmen des Antisemitismus doch mehr harmonierte, als es einem selbst lieb sein konnte. Und dazu möchte ich vielleicht folgende Passage vorlesen. Und zwar ist die aus dem Kapitel 1940 bis 1944, deutsch-französische Zusammenarbeit an einem neuen Europa im Zeichen von Pazifismus und Antisemitismus. Ich beginne die Passage, die ich lese, mit Otto Abetz. Ich sage vielleicht zwei Worte zu Otto Abetz. Otto Abetz war war der Botschafter des Hitler-Regimes in Paris. Wir werden sicherlich noch auf Otto Abetz zu sprechen kommen. Otto Abetz war einer derjenigen, die als junger Mann, er war 1903 ist er geboren, er war, als er Botschafter wurde, noch nicht 40 Jahre alt. Und er hatte in seinen 20ern in dem sogenannten Solberg-Kreis im Schwarzwald Jugendtreffen organisiert, wie wir sie heute ja auch kennen, von deutsch-französischen Jugendwerken oder von allen möglichen anderen kooperierenden Institutionen, im Zeichen, ich habe das eben schon mal angedeutet, im Zeichen der Aussöhnung nach Verdun und nach dem Versailler Vertrag und nach dem Ersten Weltkrieg. Und gemeinsam mit Jean Lucher, der weniger bekannt ist, Friedrich Sieburg, dessen Name eben schon gefallen ist, der ja nach 1945 eine glänzende Karriere in Deutschland machen sollte. Wir treffen uns ja heute hier am 100. Geburtstag von Marcel Reich-Ranicki. Und wenig bekannt ist, dass der Vorgänger von Reich-Ranicki als Literaturchef bei der FAZ Friedrich Sieburg war, der vor 1945 sich in übelster Weise antisemitisch geäußert hatte, gleichzeitig ein grandioser Stilist und Schriftsteller und Journalist eben war. Das so zu diesem Kontext des Namens Abetz, Otto Abetz, der, wie gesagt, Botschafter Nazi-Deutschlands in Paris war. Abetz wusste, dass sich in der Ablehnung Deutschlands die seit dem Krieg von 1870 bestehende Furcht vor dem als militaristisch wahrgenommenen Nachbarn mit der Empörung über die Demütigung im Spiegelsaal von Versailles vom 18. Januar 1871 mischte. Und seine Strategie war ebenso zynisch wie berechnend. Um die nicht zuletzt durch Charles Maurras gepflegte und verbreitete Germanophobie, also die Ablehnung der Deutschen und Deutschlands, vieler Franzosen zu schwächen, förderte er den Antisemitismus und somit die zweite Komponente der französischen Obsession. Dabei traf er mit Pierre Laval, dem Ministerpräsidenten des Vichy-Regimes, auf ein in seinem Sinne optimales Gegenüber. Für Laval ging es darum, Kontakte zu den deutschen Machthabern zu knüpfen und erste Ergebnisse so rasch wie möglich präsentieren zu können, schreibt Barbara Lambauer, die Biografin von Otto Abetz. Für Abetz ging es darum, seinen tatsächlichen Einfluss auf die französische Regierung zu sichern und auch gegenüber den Vorgesetzten in Berlin unter Beweis zu stellen. Auf diese Weise wurde der Antisemitismus zum Vektor der Kollaboration zwischen deutsch-französischen Partnern, die zuvor keinerlei Judenfeindschaft gezeigt hatten. Gerade das Beispiel Pierre Laval, der ab 1940 die Kollaboration entscheidend prägt, was ihn dann schließlich auch nach Sigmaringen und letztlich zur Verurteilung zum Tode führen wird. Laval, dessen politische Anfänge in der Sozialistischen Partei liegen und der als Minister in den Regierungen Aristide Briands aktiv
dessen Locarno-Politik unterstützte. Gerade das Beispiel Laval relativiert die These, dass es eine klare ideologische Kontinuität zwischen dem politischen Denken der französischen extremen Rechten während der 30er Jahre und der Kollaboration bestand. Und das ist ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist, zu betonen, dass nämlich die meisten der französischen Kollaborateure, einige Namen sind schon gefallen, also zum Beispiel der prominenteste sicherlich Pierre Laval zu nennen, ist sein Nachfolger im Amt, dann während der Siegmaringer Zeit Fernand de Brinon, zu nennen wäre der auch bereits erwähnte Journalist und Politiker Jean Lucher, zu nennen wäre Marcel Dehr, der Minister für Arbeit und Soziales in der Vichy-Regierung, dass all diese Männer, sind ausschließlich Männer, von ihrem Selbstverständnis ursprünglich aus der politischen Linken kommen. Und dass sie noch Anfang der 30er Jahre, noch bis zu Beginn der Volksfront-Regierung unter Léon Blum, eine ganz andere Politik vertreten haben. Ich habe das gerade ja zitiert, was Laval angeht. Laval hat sich also ganz bewusst der Politik Aristide Briands, die ja eine proeuropäische, im Zeichen von Locarno geprägte, deutschlandfreundliche Politik war, dass Laval dort aktiv mitgearbeitet hat. Nun könnte man ja sagen, ja, die Deutschlandfreundlichkeit hat er ja nicht verloren. Nein, aber er hat sich dann mit einem ganz anderen Deutschland eingelassen, nämlich dem Deutschland, wie es nach 1933 eben aussah. Und vor allem der linke Politiker Laval, der im Zeichen der Menschen- und Bürgerrechte agierte und seine Politik betrieb, wird jetzt zum Exponenten eines antisemitischen, rassistischen, antirepublikanischen Regimes. Also eine bemerkenswerte Wendung in seiner politischen Karriere, die er gemacht hat. Und sie steht eben beispielhaft für viele andere. Der einzige prominente Kollaborateur auf französischer Seite, der nicht aus der Linken ursprünglich kam, sondern der ganz fest verwurzelt war in diesen royalistisch-katholischen Kreisen rund um die Action Française, war Joseph Darnand, der 1943 die französische Miliz, la Milice Française, gründete, so eine Art Hilfstruppe, die bei der Bekämpfung der Résistance, der Partisanen eingesetzt wurde, aber auch zunehmend beim Aufspüren von Juden, die sich versteckt hatten und bei der Deportation der Juden. Ja, ich werfe mal einen diskreten Blick auf die Uhr, denn wir wollen ja über diese Dinge auch noch uns unterhalten und darüber ins Gespräch kommen. Vielleicht sollte ich jetzt eingehen auf die Situation, wie sie denn konkret in Siegmaringen sich gestaltete während des Winters 44-45. Und dazu eine kleine Passage. Ich habe hier ein längeres Zitat, längeres ist eine knappe Seite, aus Louis-Ferdinand Céline's Roman D'un Château l'autre, von einem Schloss zum anderen, den er, wie gesagt, 12 Jahre nach dem Krieg geschrieben hat, eine Art Auftragsarbeit, und von dem er hinterher selbst gesagt hat, dass er eigentlich ihn gar nicht interessiert habe, dass er es aus finanziellen Gründen gemacht habe. Aber wie gesagt, dieser Roman prägt, wenn es denn ein Bild von Siegmaringen gibt, wir haben eben darüber gesprochen, dass das ja sehr selten der Fall ist, aber wenn es eins gibt, dann ist das geprägt durch Céline's Darstellung des Siegmaringer Winters. Vielleicht lese ich doch diese eine Passage aus dem Roman mal vor. Ich weiß nicht, ob mir das so gelingt in der Diktion, vor allem das ist ja die Übersetzung. Ich versuche es mal. Céline schreibt also: Man versteht das ganze Mittelalter, wenn man ein bisschen in Siegmaringen gelebt hat. Der Neid, der Hass der Gemeinen rundherum, die an allem Dreck, Hungersnöten, Kälte, Fieber verreckten,
Zuerst eine Brotausgabe, oh, ganz sensationell. An alle Flüchtlinge im Ort. In der Erwartung des Kuchens tauschten sie Flöhe, Läuse, Filzläuse, Krätze aus. Im Halbkreis standen sie vor der Zugbrücke, rollten die Stielaugen. Wie gebannt davon, was für eine Fresserei das geben sollte. Schweinebande, Kriegsgewinner, Fettwänste, Verräter, Brot da drinnen. Peng, peng an den Galgen mit Laval, das Aas, der Lump, Brot, Scheiße, Brinon, Mistvieh, Brot. Der Zorn schwillt an, mindestens 300 brüllten danach Brot. Wollten über den Wassergraben klettern. Soll soweit reichen. Céline ist ja, gilt ja als der Erneuerer der literarischen Sprache. Vielleicht kommen wir darüber auch gleich noch ins Gespräch. Gut, das ist eine ästhetische Frage. Politisch war Céline ganz eindeutig verortet, nämlich gegen die Republik und vor allem zutiefst antisemitisch. Auf ihn geht der Satz zurück: Ich möchte mich lieber von einem Deutschen erschießen, als von einem Juden verblöden lassen. Mit solchen Sätzen ging er hausieren in diesem Buch Bagatelle pour un Massacre, was natürlich sofort auch ins Deutsche 1938, ein Jahr nach seinem französischen Erscheinen, übersetzt wurde. Und nun mein Kommentar zu dieser Passage aus Celines Roman. All das ist jedoch eine Idiosynkrasie des exzentrischen Autors, die indes nur zu gerne für bare historische Münze genommen und entsprechend rezipiert wurde. Céline dämonisierte und Céline exorzierte. Je absurder der Siegmaringer Alltag des Winters 1944-45 im Schloss und in den engen Straßen rund um den Schlossfelsen erschien, desto mehr ließ er sich als bizarre Episode einkapseln und als Fremdkörper des Roman National der französischen Geschichte deuten. Gleichzeitig übertüncht das so dargestellte skurrile Ende der Kollaborateure im fernen Deutschland den tatsächlichen Hexensabbat, der sich nach der Befreiung, nach der Liberation und somit zeitgleich zum Sigmaringer Winter in den Straßen der französischen Städte abspielte und der mit dem Begriff Säuberung, Epuration bezeichnet wird. Diese Abrechnung mit den wahren und den vermeintlichen Kollaborateuren, vor allem aber mit der eigenen Geschichte und mit dem eigenen Versagen, das zur seltsamen Niederlage des Sommers 1940 und zur nachfolgenden deutschen Besatzung geführt hatte, konnte, ja durfte keinen Platz im Roman National finden, stellte sie doch den Höhepunkt eines seit langem schwelenden Konfliktes dar. Es liegt nahe, dass das von Céline geprägte Bild des fernen Hohenzollernschlosses im französischen kollektiven Gedächtnis der Nachkriegszeit eine kompensatorische Funktion hatte und bis heute hat. Vielleicht haben wir gleich noch Gelegenheit, auf den Begriff der Epuration, der Reinigung einzugehen. Interessanterweise ein Begriff, der im Französischen nicht mit einer Majuskule, mit einem Großbuchstaben geschrieben wird. Also Résistance und Collaboration und Occupation werden mit diesem Großbuchstaben eben bezeichnet, weil es sich um einen festen Begriff handelt. Nicht um irgendeinen Widerstand, sondern um den Widerstand, der 1940 bis 1944 eben stattgefunden hat. Bei der Epuration ist das nicht der Fall. Und meine Vermutung ist die, dass auf diese Weise der Begriff der Säuberung, wie wir im Deutschen sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, im doppelten Sinne des Wortes, klein gehalten werden soll. Denn er stellt im Grunde genommen etwas dar, was dem französischen Selbstverständnis, auch da hoffe ich auf Widerspruch gleich, einerseits zutiefst widerspricht. Denn wie soll eine Säuberung, die Anführungszeichen muss man immer mithören, stattfinden in einem Land, das seine Bürger definiert als diejenigen, die in freier Zustimmung zu diesem Land, zu dieser Republik, sich als Franzosen fühlen. Ja. Das ist von mir ab gefördert. Ich glaube, da auch nur ganz kurz, um reinzukretschen. In dieser Frage, Sie haben auch die Frage Freiheit auch erwähnt und es ist auch schwierig, auch so einen Begriff zu deuten für eine Zeit oder in einer Zeit und unter der Besatzung sozusagen. Diese Operation war natürlich auch mitbegleitet und mit durchgeführt vom französischen Staat, was später... Geduldet zumindest. Genau, das später auch vom französischen Präsidenten Jacques Chirac 1995 auch öffentlich anerkannt wurde, was ein großer Schritt war. Das ist natürlich auch eine dunkle Seite der französischen Geschichte. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum eben so kein feststehender Begriff ist, weil es keine bestehende Politik war, auch diese Epuration, sondern
Es war ein Moment. Sicherlich eine verständliche Entladung von Emotionen und von der Gefühlsgemengelage, die sich in 4 Jahren Besatzung aufgestaut hatte. Übrigens war es ja auch kein rein französisches Phänomen. Also Keith Lowe hat ja in seinem Buch Der wilde Kontinent beschrieben, dass es überall, wo dieses Machtvakuum entstand, als die Deutschen sich zurückzogen und die Amerikaner oder die Russen, die Sowjetrussen oder wer auch immer, noch nicht da waren, dass also eine Art von Anarchie entstand, die jeder Form von Rechtsstaatlichkeit oder staatlicher Ordnung hohn spricht. Das ist sicherlich der Fall. Das Problem ist nur, jetzt speziell auf Frankreich bezogen, dass abgesehen davon, jetzt mal rein numerisch gesehen, dass es weitaus mehr Zivilisten dieser Epuration zum Opfer fielen, in der gesamten Besatzungszeit, trotz des brutalen Okkupationsregimes zum Opfer gefallen sind, dass es auch diesen Riss durch die französische Gesellschaft nochmal vertieft hat. Also die Delation, die Verleumdung und die Abrechnung, das Regeln alte Rechnungen, das Begleichen alte Rechnungen, war für viele eine Gelegenheit und hat im Grunde genommen auch die Legitimität der Liberation zum Glück nicht beschädigen können, aber hat sie doch in Frage gestellt. Interessant auch eine Liberation, also da sind auch in der französischen Kollektivgedächtnis auch bekannte Bilder. Bekannte und nicht rühmreiche Bilder wie eben die geschorene Frauen, die auch beschuldigt waren, auch mit dem Besatzer kooperiert zu haben, im Sinne einfach eine Beziehung geführt zu haben. Es gab ja den etwas spöttisch-satirischen Begriff der Collaboration horizontale. Genau. Man könnte hier über die Enfants maudits reden, also die Kinder deutscher Soldaten, die lange Zeit davon nichts wussten, beziehungsweise dafür verleumdet wurden, dass sie von einem Deutschen, oder dass sie einen deutschen Vater hatten, der zur Besatzungsmacht gehörte. Das sind alles auch blinde Flecken im Selbstverständnis der Geschichte. Und wenn man jetzt noch den Bogen etwas weiter spannen wollte und über die Anfänge der Besatzungszeit, der französischen Besatzungszeit im deutschen Südwesten sprechen würde, dann vermengt sich da einiges, womit ich mir selbst, was ich eigentlich an dieser Stelle gar nicht sagen wollte, erst später das Stichwort gebe zu einer ganz interessanten Beobachtung, die in Bezug auf Sigmaringen gilt. Die Franzosen, in Anführungszeichen, die Franzosen waren also seit Anfang September 1944 in Sigmaringen. Das Schloss wurde konfisziert. Vielleicht haben wir noch Gelegenheit, darüber zu sprechen, warum ausgerechnet Sigmaringen und so weiter, aber das ist eine andere Frage wieder. Und sie blieben also 7 Monate lang. Am 21. April 1945 verlässt der letzte Franzose, wie sie selbst verstanden, Exilfranzose, der Exilregierung, verlässt Sigmaringen, und zwar Pétain. Pétain war der letzte, die anderen waren alle schon über alle Berge sozusagen. Und keine 24 Stunden später kommen die ersten Spitzen der Truppen von Latre de Tassigny. Latre de Tassigny war ja selbst in Stuttgart. Und also kommen die Besatzungstruppen. Die Tricolore wurde am Tag zuvor runtergeholt vom Mast des Schlosses, des Fahnenmast, und keine 24 Stunden später wieder aufgezogen. Und blieb dann bis in die 50er Jahre. Und für die Sigmaringer der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit gibt es da so eine Vermischung. Das waren die Franzosen. Und man macht gar nicht so die Unterscheidung, ja, welche Franzosen denn. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Gruppierungen, politische Richtungen gewesen. Zwei Gruppen von Franzosen, die sich natürlich spinnefeind waren. Im Nachhinein lässt sich das gut analysieren, im wahrsten Sinne des Wortes, auseinandernehmen. Aber für die Wahrnehmung selbst ist das natürlich immer eine ganz andere Geschichte gewesen. Ich möchte noch kurz auf die Kritik Sedins eingehen. Nein, in diesem Schloss von Sigmaringen hat sich nicht die Tragödie des Verfalls Deutschlands abgespielt, auch nicht des Verfalls Frankreichs. Weder im Schloss noch hinter den Mauern des Prinzenbaus, der die Regierung beherbergte, weder in den Botschaften, es gab eine
wie gesagt, eine deutsche Botschaft, eine japanische und eine italienische Botschaft in Sigmaringen. Weder in den Botschaften noch in den Cafés, wo das Fußvolk der französischen Kollaborateure ein warmes Plätzchen fand. Hier waren diejenigen gestrandet, welche immer schon die Republik verachtet und die Universalität von Menschenrechten für eine Chimäre sowie die freie Rede für den Ausdruck von Beliebigkeit gehalten hatten. Aber auch jene, welche noch wenige Jahre zuvor republikanische Freiheiten und universale Menschenrechte zu verteidigen bereit gewesen waren und nun mit ihnen nichts mehr anzufangen wussten. Was sie hier ein halbes Jahr lang taten? Etwas ganz Unspektakuläres. Sie warteten auf eine neue Gelegenheit der Demokratie und der Republik, die sie bereits 1940 zerstört hatten und die jetzt mit der Befreiung Frankreichs eine neue Chance bekommen sollte, endgültig den Garaus zu machen. Um es vielleicht noch einmal kurz zusammenzufassen, Céline gelingt es, ein Bild einer hochdramatischen Phase, Endphase des Krieges im deutsch-französischen Kontext darzustellen. Er tut dies, weil er sich stilistisch darin gefällt, diese Situation zu beschreiben und wie gesagt, weil es auch eine Auftragsarbeit war, 12 Jahre nach dem Krieg. Seine Beschreibung, an anderer Stelle spricht er von den Geysiren, die aus der Donau spritzen, nachdem also englische und amerikanische Bomber dort also ihre Bomben abgeworfen hätten, was überhaupt nicht der Fall war. Diese Beschreibung Celines hat mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Die Wirklichkeit in Sigmaringen war schlimm, so schlimm wie in vielen anderen deutschen Städten oder nicht nur deutschen Städten zu dieser Zeit, aber sie war keinesfalls das dramatische Endspiel einer inszenierten Katastrophe, sondern sie war im wahrsten Sinne des Wortes banal. Ja, wenn noch etwas Zeit wäre, dann würde ich gerne auf diesen Aspekt eingehen. Vielleicht kommen wir dahin, das führt jetzt etwas zu weit, nochmal wieder zurück, auf die Herkunft, auf die Genese dieser Kollaborateure. Vielleicht zunächst noch einmal zu den beiden Überlebenden der Sigmaringer Episode. Zwei französische Überlebende gab. Die Deutschen haben alle überlebt. Die deutschen Kollaborateure, die mit aus Paris nach Sigmaringen gekommen waren, haben, wie sagt man so schön auf Deutsch, sie sind auf die Füße gefallen. Wie gesagt, Sieburg vor dem Krieg, Korrespondent der Frankfurter Zeitung in Paris, dann im Dienste der deutschen Botschaft, der Hitlerbotschaft in Paris und nach dem Krieg, nach einer ganz kurzen Karenzzeit gefeierter Literaturkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Karl Epting, der Zensor war, der sich also in ganz übler Weise antisemitisch auch betätigte, auch mit hilft beim Kunstraub in Paris, gemeinsam mit Otto Abetz. Karl Epting wird nach dem Krieg Leiter eines Heilbronner Gymnasiums. Es gibt eine schlimmere Bestrafung. Otto Abetz wird verurteilt zu 20 Jahren, glaube ich, 20 Jahren Zuchthaus und wird dann aber sehr bald schon entlassen. Wir sprachen eben über Tübingen. In Tübingen hat bis zum Jahr 2003 an der Stiftskirche eine Tafel gehangen, auf der stand, wir warten auf euch, die ihr für die Heimat gekämpft habt und nun in Gefangenschaft seid. Und da stand als erster Name, alphabetisch geordnet, Otto Abetz eben drauf. Also ein Kriegsverbrecher wurde da, dem wurde dort gehuldigt, bis man 2003 diese Tafel abgenommen hat. Abetz hat eine, wenn man das so sagen darf, das soll jetzt nicht zynisch klingen, ein kurioses Ende gefunden. Er hat sich nach dem Krieg auch, hat er damit nichts zu tun gehabt und wusste auch von nichts, obwohl es Dokumente gibt, die genau belegen, dass er für die Deportation von Juden aus Paris nach Auschwitz seine Paraffe gegeben hat. Nach dem Krieg hat er also sich als
ausgleichender Verständiger zwischen Deutschland und Frankreich, sich selbst so gesehen und verstanden. Und 1959 bekam er von einem Franzosen einen VW Käfer geschenkt. Ganz skurrile Geschichte. Er bekam den geschenkt. Und zwei Tage später fährt er mit diesem Auto in den Tod, fährt vor einen Baum mit seiner Frau. Beide sind auf der Stelle tot. Dieser Käfer hatte, dieses Auto hatte manipulierte Bremsen. Also niemals ist man, hat man dem nachgehen können. Aber es wird vermutet, sich dabei um eine Art von ja, Selbstjustiz oder Racheakt gehandelt hat. Also wie gesagt, die deutschen Kollaborateure sind alle gut dabei weggekommen. Gerhard Heller, ein anderer Zensor, hat einen Verlag gegründet, wo speziell französische Literatur, die er selbst auch übersetzt hat, herausgekommen ist. Und er wurde 1981, kurz vor seinem Tod, noch geehrt mit einem französischen Übersetzerpreis. Die französischen Kollaborateure sind meistenteils hingerichtet worden. Es gab, wie gesagt, zwei Überlebende. Aber alle anderen sind in Paris 1945 vor ein Gericht, vor verschiedene Gerichte gestellt worden und sind zum Tode verurteilt worden. Und diese Urteile wurden auch vollstreckt. Gleiches gilt für Pétain, der auch zum Tode verurteilt wurde und dann aber sofort begnadigt wurde, weil er ja der Held von Verdun war, also der Held aus dem Ersten Weltkrieg, und eine solche Aura hatte, eine solche Autorität, dass man sich nicht vorstellen konnte, diesen Mann, der doch so viel für Frankreich getan hatte, von einem französischen Gericht also, oder von einem französischen Exekutionskommando hinrichten zu lassen. Und der andere Überlebende ist Céline, der eine glänzende Karriere mit Adelung durch die Plejade bis zum heutigen Tage in Frankreich macht. Man lernt immer noch Céline in der Schule, oder liest man Céline? Auch Le Voyage au bout de la nuit, Jusqu'au bout de la nuit, das ist auch so ein Klassiker. Ist die klassische Lektüre, gilt, ich hatte das eben schon mal gesagt, als der literarische Erneuerer der Sprache. Und ja, es gab eine Auseinandersetzung um die Veröffentlichung nicht nur seiner Romane, Voyage au bout de la nuit ist einer davon, sondern auch um die Veröffentlichung seiner Pamphlete. Gallimard wollte diese Pamphlete, aus denen ich ja eben bereits zitiert habe, der Verlag Gallimard, genau, wollte diese Pamphlete neu auflegen, veröffentlichen. Es gab eine ähnliche Auseinandersetzung in Frankreich wie die Auseinandersetzung in Deutschland um die Neuauflage von Hitlers Mein Kampf. Kann man so etwas eigentlich veröffentlichen ohne Kommentare? Es gab eine große Auseinandersetzung darüber. Und diese Auseinandersetzung ist mit dem Vermerk Sine die beendet worden. Also, auf Deutsch würde man sagen, bis zum St. Nimmerleinstag. Also es ist keine Entscheidung gefällt worden, weil eben Céline als Ästhet, als Literat diese Autorität hat, die ja, eben bis zum heutigen Tag zugebilligt wird. Und Pétain wurde, auch eben schon im Gespräch schon mal erwähnt, wurde noch bis in die Jahre von François Mitterrand, immerhin der erste sozialistische Präsident der Fünften Republik, wurde er alljährlich mit einem Kranz auf seinem Grab. Er ist 1951 hochbetagt verstorben und liegt auf seinem Grab, ist auf der Île Dieu im Atlantik. Und jedes Jahr haben die französischen Präsidenten, François Mitterrand inklusive, ihn geehrt mit einem Kranz. Und erst Jacques Chirac, den Sie eben auch erwähnt haben, hat mit dieser Tradition, dieser, wie ich finde, unseligen Tradition gebrochen. Also auf diese beiden Überlebenden wollte ich noch kurz zu sprechen kommen und dann vielleicht noch einen Blick darauf werfen, was denn nun den alten Antisemitismus der 30er und 40er Jahre mit dem heutigen in Frankreich sehr stark, nicht nur in Frankreich, in Deutschland genauso, aber wir sprechen jetzt hier zunächst mal Frankreich, mit dem Antisemitismus unserer Tage verbindet. Und dazu vielleicht nur mit Blick auf die Uhr nur ein paar Anmerkungen dahingehend, dass die Zeit von Révolution nationale und von Résistance ein ganzes Arsenal an Begriffen und auch an Haltungen zur Verfügung stellt, die sich jederzeit
reaktivieren lassen. Ich denke jetzt konkret an den Komiker, Comedian Dieudonné, Ballamballa heißt er, glaube ich, mit Vornamen Dieudonné, bekannter den Namen Dieudonné, der also sich hinstellt und vor einem jungen Publikum heutzutage in Frankreich sagt, dass er sich zwischen den Nazis und den Juden eigentlich gar nicht so recht entscheiden könne, also dass er in diesem Punkt ganz neutral sei. Das ist natürlich eine offene Provokation mit den Traditionen dessen, nicht nur des Nachkriegsfrankreichs, sondern der gesamten republikanischen Geschichte darstellt. Das, der Hintergrund ist der, dass die deutsche Armee, die Wehrmacht, ganz bewusst versucht hat, im Krieg die in Frankreich lebenden Franzosen, vor allem ja algerischer Herkunft, marokkanischer algerischer Herkunft, gegen das französische Bürgertum, gegen die Republik einzunehmen und sozusagen den Schulterschluss mit ihnen gesucht hat und gesagt hat, genauso wie wir in Palästina gegen die plutokratischen Engländer kämpfen und damit letztendlich eure der arabischen Bevölkerung Interessen vertreten, so solltet ihr jetzt auch zu uns stehen und mit uns sozusagen einen Schulterschluss gegen die kriegstreiberische Französische Republik, La République Belliciste, das war ein Topos, der immer wieder auftaucht, und gegen das plutokratische von den Rothschilds bestimmte England führen. Also das heißt, diese Verbindungslinie zwischen dem alten Antisemitismus und dem aktuellen, heutigen, die führen uns tatsächlich direkt, die zeigen uns direkt diese Aktualität einer Thematik, die, und hier schließt sich der Kreis wieder, die viel zu lange ein blinder Fleck geblieben ist. Und ja, der blinde Fleck ist so lange einer, bis er nicht als solch erkannt wird. Und das zu tun und dabei zu helfen, das ist meine Intention. Ich habe jetzt nur einige Aspekte rausgegriffen. Aber ich denke, Sie bieten genug Gelegenheit, Sie im Gespräch noch etwas zu vertiefen. Ja, danke, Herr Professor Klünemann. Ich hätte vielleicht auch noch mal eine Frage. Sigmaringen ist eine kleine, unbedeutende Stadt in Württemberg, am Oberlauf der Donau, ist aber sinnfälligstes Zeichen dieser Stadt, ist dieses Schloss eben. Zwei Städte in Baden-Württemberg, die ähnliche Dinge haben. Es ist Hechingen mit der Hohenzollernburg und dem Schloss in Sigmaringen, wo die Preußen sozusagen ihre Wurzeln haben. War es ein Zufall gewesen eigentlich, dass das diese Regierung, diese Exilregierung ausgerechnet in einem Hohenzollernschloss war? Ja, es liegt natürlich nahe zu sagen, nein, das war kein Zufall. Es gibt darüber tatsächlich, ich habe mich mit Henri Rousseau darüber auch ausgetauscht. Er hat ja darüber, also seine Dissertation damals geschrieben und darüber sehr eng geforscht. Es gibt keine wirklich belastbaren Thesen, aus denen man schließen könnte, aha, es musste Sigmaringen sein. Man müsste es vielleicht sogar noch vertiefen, aber vorher möchte ich zwei Dinge kurz korrigieren. Sigmaringen ist eine kleine Stadt, aber keine unbedeutende für die Geschichte Württembergs Hohenzollerns. Es ist sicherlich eine, ja, heute hat Sigmaringen 12.000 Einwohner, zur damaligen Zeit waren es 5.000, also das ist ein Städtchen, mit einer aber großen Tradition der Autonomie. Unter anderem wegen dieser Verankerung in der Hohenzollern-Familie, aber gleichzeitig auch im Unterschied zu den preußischen Hohenzollern. Denn in Sigmaringen ist ja die katholische Linie, die sich immer abgesetzt hat sozusagen von der dann 1871 ans Ruder gekommenen preußischen Linie. Aber das nur so als kleine Randbemerkung. Noch eine Bemerkung muss ich, bevor ich versuche, Ihre Frage zu beantworten, vorausschicken. Was ich im Buch auch deutlich gemacht habe, jetzt nicht dazu gekommen bin, das zu erwähnen, es ist ja eine Ironie der Geschichte, dass von den drei deutsch-französischen Kriegen zwischen 1870 und 1914,
1944, wenn man jetzt mal das Ende des Kriegs aus französischer Sicht sieht, dass diese drei großen, brutalen und mit vielen zu beklagenden Opfern verbundenen Kriege ihr Ende finden in Sigmaringen, aber auch ihren Ausgangspunkt finden in Sigmaringen. Denn die ganze Geschichte um die Emser Depesche, die Besetzung des vakanten spanischen Throns, damals als Napoleon III. Den Preußen den Krieg erklärte, wurde ja ausgelöst dadurch, dass der vakante spanische Thron von einem Hohenzollern, und zwar von einem katholischen, natürlich in Spanien, von einem katholischen Hohenzollern besetzt werden sollte. Und das war eben Fürst Leopold von Sigmaringen-Hohenzollern. Daraufhin hat Napoleon III. Interveniert, das geht überhaupt nicht, und Bismarck hat dann ja in der Emser-Depesche sozusagen die Emotionen hochkochen lassen und die Kriegsbegeisterung im Sinne seines dritten Einigungskrieges gefördert. Also das ist sozusagen nochmal so diese Symbolik, die sich mit dem Ort Sigmaringen verbindet. Wie gesagt, es gibt man hat bisher keine Dokumente gefunden, auch keine Gründe, warum Ribbentrop, der Außenminister, der das angeordnet hat, von ausgerechnet Sigmaringen bestimmt hat als Aufenthaltsort der französischen Kollaborationsregierung. Ist ja ganz bewusst nicht Exilregierung, sondern Kollaborationsregierung. Wahrscheinlich ist der Grund ein ganz banaler. Es gab drei Optionen. Freudenstadt war eine davon. Rastatt und Sigmaringen. Und Sigmaringen liegt nun sehr weit ab vom Schuss, auch heute übrigens. Der Landkreis Sigmaringen ist der einzige in der Bundesrepublik, der keinen Autobahnanschluss hat. Sehr abgelegen, sehr überschaubar, 5000 Einwohner damals, die dort hingebrachten Franzosen waren sehr leicht von der deutschen SS und von der Gestapo zu kontrollieren. Also man musste nicht fürchten, dass es irgendwelche Aktivitäten gab, die nicht so ganz mit der Linie, die von Ribbentrop vorgegeben wurde, übereinstimmen würden. Also das ist wahrscheinlich der Grund, dass es einen ganz pragmatischen, Komplex eben gab. Aber es ist schon interessant, wie viel Symbolik sich damit vermischt. Und ich könnte noch einen Aspekt hinzufügen. Wenige Tage bevor von Ribbentrop bestimmt wurde, dass Sigmaringen nun der Aufenthaltsort sein sollte, was natürlich damit verbunden war, dass das Schloss konfisziert wurde, dass die Familie des damaligen regierenden Fürsten von 24 Stunden aus ihren Gemächern, aus ihrem Besitz rausgeschmissen wurden, also vor die Tür gesetzt wurden. Wenige Tage vorher hatte Rumänien die Seiten gewechselt. Und Rumänien wurde regiert von einem König, der aus dem Hause Sigmaringen, der Hohenzollern, stammte. Also da hat man dann spekuliert, war das eine Rache an dem Haus Hohenzollern-Sigmaringen, das jetzt Ribbentrop das bestimmt hat. Wahrscheinlich war es der pragmatische Grund. Und um der Symbolik noch etwas hinzuzufügen, es gab ein großes Zerwürfnis, bereits in Vichy gab es ein großes Zerwürfnis zwischen Pétain als Chef de l'État. Manchmal wird er irrtümlicherweise als französischer Präsident bezeichnet, aber er war kein Präsident und er wollte es auch gar nicht sein. Er wollte ja mit der präsidialen republikanischen Tradition brechen und er hat sich am 10. Juli 1940 zum Chef de l'État français ausrufen lassen. Es gab also ein Zerwürfnis zwischen ihm und seinem zeitweiligen Ministerpräsidenten, zwischendurch wurde er wieder abgesetzt, Pierre Laval. Laval war so der Hans Dampf in allen Gassen, der überall nochmal neue Möglichkeiten aufspürte, um den Deutschen zu gefallen zu sein und den vorauseilenden Gehorsam, ihn noch mehr Menschen ans Messer zu liefern. Das kann man tatsächlich so sagen, ohne dass das übertrieben ist. Pétain hat bewirkt, dass Laval aus seinem Umfeld im Schloss entfernt wurde und hat den eben schon genannten Fernand de Brinon als Regierungschef eingesetzt. Und wohin wurde Laval gebracht? Wo verbrachte Laval die Zeit, die er nicht in Sigmaringen sein durfte? Im 12 Kilometer entfernten Wilflingen im Schloss der Familie Stauffenberg. Also da kommen so gegenüber übrigens der alten Försterei, wo dann Ernst Jünger bis ans Ende seiner Tage leben sollte. Also da kommt sehr viel Symbolik zusammen. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb das so mit solchen so etwas
mythisch aufgeladen worden ist in der Wahrnehmung und dann aber im blinden Fleck verschwunden ist. Das war jetzt eine sehr ausführliche Antwort auf die Frage. Zu der Kollaboration. Gab es da eigentlich Kontinuitäten, die über das Jahr 44, 45 hinausreichten? Vielleicht anschließend gibt es auch eine Frage, die sich mit dieser Zeit beschäftigt. Dann kann man auch das gleichzeitig beantworten. Ach ja, wir haben eine Frage aus dem Publikum hier. Wie handlungsfähig war die Vichy-Regierung denn nun? Haben ihre Protagonisten sich und ihre Vorstellungen denn überhaupt ausleben können? Kann man eben diese zwei Fragen vielleicht beantworten. Mit der Kontinuität. Ja, also da geht es jetzt um die Handlungsfähigkeit der Vichy-Regierung bis 1944 und Ihre Frage bezog sich auf die Zeit danach. Also zunächst vielleicht zu dieser Frage der Handlungsfähigkeit. Bis zum 11. November 1942, also vom Sommer, vom Juni 1944 bis Herbst 1942, war Vichy tatsächlich die Hauptstadt der Zone dite libre, wie die Franzosen ja zu Recht sagen, also der sogenannten freien Zone, die natürlich nicht frei war, aber nicht unter deutscher Besatzung stand. Das war ja der Norden Frankreichs und die gesamte Atlantikküste. Und innerhalb dieser Zone, also der Süden Frankreichs und der gesamte Südosten, hatte die Vichy-Regierung tatsächlich schon eine relativ große Autonomie. Also vielleicht nur so für Menschen, die oft nach Frankreich fahren und auch gerne mal in einem Café sitzen und denen vielleicht schon mal aufgefallen ist, dass in jedem französischen Café eine kleine Marke ist, wo einfach draufsteht 41. Und das bezieht sich auf das Gesetz der Repression des Mineurs, Repression des Buveurs, der Schutz der Minderjährigen vor Alkoholkonsum. Das ist ein Gesetz aus dem Jahr 1941 von der Vichy-Regierung erlassen, also es ist ein völlig unpolitisches Gesetz, aber es gibt in Frankreich nahezu 150 Gesetze, die gültig sind, die von der Vichy-Regierung erlassen wurden. Weniger wichtige Gesetze, aber immerhin, es gibt sie. Also insofern, um auf diese Frage nochmal zu sprechen zu kommen, die Vichy-Regierung hatte durchaus eine gewisse Autonomie in allen möglichen Belangen des öffentlichen Lebens, des Administrativen. Und sie versuchte, und da kommen wir wieder auf den Aspekt der Epuration zu sprechen, sie versuchte, mit den Deutschen so zu kollaborieren, dass ihre eigenen Vorstellungen davon, wer denn nun Franzose sei und wer nicht, oder wer denn nun in der Diktion Vichys ein guter Franzose sei und eben kein guter Franzose, dem Rechnung zu tragen, ich komme gleich nochmal auf diese Unterscheidung zu sprechen, indem sie vor allem als dann Attentate aufkamen in Frankreich, also gegen deutsche Offiziere, deutsche Soldaten und die Deutschen Geiselerschießungen anordneten und es darum ging, wer soll denn jetzt als Geisel den Deutschen geboten werden. Da versuchte die französische Regierung, übrigens auch die Präfekten in der Nordzone, den Deutschen die Geiseln zu liefern, von denen sie glaubten, sie seien keine guten Franzosen. Und wer war das? Das waren Juden und Kommunisten. Ja, und da ist diese Vorstellung, der gute und der nicht so gute Franzose, kommt da wieder zum Ausdruck. Und vielleicht auch die Legende, das Mythos auch, um das Vichy-Regime, um zu begründen, warum der Pétain solche Entscheidungen getroffen hat, eben mit den deutschen Besatzern zusammen zu kollaborieren oder zusammenzuarbeiten. Es wird oft davon gesprochen, dass das Regime, das Vichy-Regime als das Schild fungiert hat. Bouclier. Genau, und als Art eine unausgesprochene Kooperation, dass man die Franzosen im Inland mit der Regime verteidigt hat oder dass man die Interesse der Franzosen auch da verteidigen könnte, währenddessen sich ein Widerstand unter de Gaulle organisierte, das überhaupt nicht in Widerspruch steht, also den beiden, und dass sie quasi beide dazu beigetragen haben, dass Frankreich den Krieg übersteht. Also das ist auch ein Argumentationsmuster, um zum Beispiel Pétain zu rehabilitieren oder mindestens das zu erklären, warum wir eine krasse Diskrepanz haben zwischen dem Pétain als Sieger aus Verdun aus dem Ersten Weltkrieg und Pétain mit dem Zweiten Weltkrieg, der
der mit Deutschland kollabiert hat. Pétains Anwalt Isorni hat ja beim Prozess gegen Pétain im Sommer 1945 argumentiert, dass Pétain versucht habe, Frankreich als Land, dazu gehört ganz konkret die Infrastruktur zum Beispiel, aber auch eben die Einheit des Landes zu retten und dafür bereit gewesen sei. Und das ist eine Kolonie. Ja, genau, und die Kolonie natürlich, das ist das Empire, und darum geht es ja natürlich auch, zu retten. Und dafür zu einigen moralischen, so hat die Sorni das ausgedrückt, moralischen Zugeständnissen bereit gewesen sei. Umgekehrt habe die Resistance die Einheit des Landes und sein materielles Funktionieren aufs Spiel gesetzt durch ihre Aktivitäten, um sich hinterher in moralischer Hinsicht umso besser dastehen zu lassen. Also das war so sind so diese Winkelzüge, die gemacht wurden, neben dem anderen, um Pétain zu rehabilitieren und zu sagen, Pétain hat ja im Grunde das Beste getan für Frankreich. Aber vielleicht nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, wie gab es Kontinuitäten? Es gab sie insofern, ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, nicht, als die französischen Ansprechpartner ja nicht mehr da waren. Die waren ja einer sehr rigiden Bestrafung bis hin zur Exekution. Nein, ich wollte jetzt sagen, zum Opfer gefallen, aber das ist, glaube ich, der falsche Ausdruck in dem Zusammenhang. Also es gab sie nicht mehr, sie waren hingerichtet und es gab keine Ansprechpartner. Aber es gab auf deutscher Seite sehr wohl diese Vorstellung, man müsse doch die gute deutsch-französische Zusammenarbeit aus den 30er und 40er Jahren, also bis 1944, bei der manches Unschöne dann passiert sei, die müsse man doch fortführen. Und einer der Wortführer war eben Otto Abels, der besagte Otto Abels, der Botschafter. Und ein anderer, der ihn letztendlich mit Erfolg, nicht nur ihn, aus dem Gefängnis geholt hat, war Ernst Achenbach, ein FDP-Politiker, der es geschafft hat, und da sind wir jetzt beim Vorfeld des Élysée-Vertrages von 1963, zu bewirken, in deutschen Regierungskreisen, in der Adenauerzeit zu bewirken, dass ein Vertrag, ein Freundschaftsvertrag oder ein Kooperationsvertrag mit Frankreich undenkbar sei, solange es noch deutsche Gefangene in französischen Gefängnissen gäbe. Dann sollten doch lieber die Deutschen selbst sich juristisch auseinandersetzen mit den Taten, die ihnen in Frankreich vorgeworfen wurden. Und im guten Glauben, dass das dann auch geschehe, haben die Franzosen tatsächlich unter de Gaulle, haben also die führenden Kriegsverbrecher, Otto Abels ist einer von ihnen, Helmut Knochen und Karl Oberg waren die führenden SS-Leute, die also wirklich nachgewiesenermaßen für die Deportation zuständig waren, haben die im November 1962 an die Deutschen ausgeliefert. Und dann hat Achenbach argumentiert, keiner darf für das gleiche Vergehen zweimal bestraft werden. Also das sind so diese Winkelzüge, die jetzt nicht eine Fortsetzung der Kollaboration darstellen, aber eine Fortsetzung dieses Denkens, das damals herrscht hat. In Bezug auf den Élysée-Vertrag, also 1963, im Grunde genommen, was jetzt heutzutage immer noch die deutsch-französische Kooperation oder deutsch-französische Freundschaft auch charakterisiert, also diese gute Zusammenarbeit oder diese gute Beziehung zwischen den beiden Ländern, inwiefern hat dieser Vertrag eben dazu veranlasst, dass dieser Blinkerfleck von Sigmaringen entsteht, im Grunde genommen. Inwiefern hat das quasi diese Erinnerung aufgedeckt? Was ist die Rolle dieses Vertrags hier? Also ich denke, man muss da an die Zeremonie in Reims erinnern. Januar 63, am 22. Januar wird der Vertrag unterschrieben. Ein halbes Jahr zuvor haben sich Präsident de Gaulle und Kanzler Adenauer in Reims getroffen. Da gab es ja dieses große
Te Deum, die feierliche Messe in der Kathedrale. Reims, der Ort, wo die französischen Könige gekrönt worden sind oder gesalbt. Genau, also der hochsymbolische Ort. Nicht nur, weil dort die französischen Könige gekrönt und mit den heiligen Chrysamen gesalbt wurden, um also jetzt wirklich in der Tradition, der uralten religiösen Tradition, jetzt ihr Amt anzutreten, sondern Reims eben auch als der Ort, der in Kulturgeschichte, die zum größten Zerwürfnis im Ersten Weltkrieg geführt hatte, als die Deutschen nämlich das Kulturdenkmal der Kathedrale, also das Heiligtum, und zwar nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch im nationalen Sinne, das Heiligtum der Kathedrale beschossen hatten und beschädigt, nicht zerstört, aber beschädigt hatten. Da gab es einen Kulturkrieg neben den militärischen Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und Frankreich im September oder ab September 1914. Nun wählen Adenauer und de Gaulle diesen Ort, was ja im Grunde ein genialer Schachzug eigentlich erinnerungspolitisch ist, diesen Ort als Ort der Aussöhnung, der Ort des größten Zerwürfnisses war, wird jetzt zum Ort der Versöhnung. Und diese Bilder sind ja ikonenhaft, wie sie da beide stehen, empfangen vom Erzbischof von Reims vor der Kathedrale. Ist ja heute auch diese Erinnerungstafel eingelassen in den Parvis der Kathedrale. Und dann stehen sie da und diese ganze Metaphorik des deutsch-französischen Paares, der Couple von Colmont, die rührt ja aus dieser Zeremonie, die fast wie eine Hochzeitszeremonie inszeniert, immer wieder wird in den Karikaturen. Der Preis dafür ist der, dass die Versöhnung sich unbewusst oder vorbewusst auf den Ersten Weltkrieg bezog. Denn Reims spielt im Zweiten Weltkrieg überhaupt keine Rolle. Das heißt, man hätte eigentlich diese Zeremonie in Oradour-sur-Glane, also in einem Dorf im Limousin, das von den Deutschen dem Erdboden gleich gemacht wurde, dessen Bewohner auf bestialische Weise ermordet wurden. Eigentlich hätte man diese Zeremonie dort stattfinden lassen müssen, um die Erinnerung an 40 bis 44, an die Kollaboration, sozusagen ins Bewusstsein zu heben oder um ein Wort zu benutzen, das man ja nicht übersetzen kann ins Französische, zu bewältigen. Jedenfalls nicht in diesem Kontext. Das hat man aber nicht gemacht. Dazu war die Zeit auch noch gar nicht reif, 1962. Denn in Oradour, der Prozess um Oradour hatte ja gerade erst stattgefunden, 1962, wenige Jahre zuvor. Und dieser Prozess hat ja zu einem weiteren tiefen Zerwürfnis in Frankreich geführt, weil nämlich die meisten der Täter, zwar deutsche Wehrmachtssoldaten waren, aber solche, die malgré nous, also ohne ihren Willen in der Wehrmacht waren, von Elsässer. Und wie sollte man jetzt Menschen, die also sagten, wir wollten das ja gar nicht, uns hat niemand gefragt, wir mussten das ja tun, wir sind doch Franzosen, immer schon gewesen, wie sollte man die denn jetzt als Kriegsverbrecher aburteilen? Und in diese Wunde sozusagen jetzt noch Salz zu streuen, wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, das wäre sicherlich gefährlich gewesen. Ich möchte aber noch auf diese Frage doch noch mit einer kleinen, schlaglichtartigen Begebenheit eingehen. Also wie groß war die Handlungsfähigkeit? Die deutschen Besatzer haben von den Franzosen gefordert, das war allerdings dann nicht in der Vichy-Zone, sondern in Paris, aber die Vertreter von Vichy waren ja ständig auch präsent in Paris. Sie haben also von den Franzosen gefordert, ein Verzeichnis der jüdischen Einwohner von Paris, der berühmte Fichier, den man heute noch im Memorial de la Shoah sehen kann. Und die Deutschen wollten ein Verzeichnis aller Juden, die in Paris wohnen, ab dem 16. Lebensjahr. Daraufhin hat der Erzbischof von Paris, bei Laval interveniert und gesagt, wie könnt ihr das machen? Wie könnt ihr diese Grausamkeit begehen, diese Deportation? Und das Schlimmste ist doch, was natürlich sicherlich nicht das Schlimmste war, aber so hat Suard argumentiert, dass ihr Familie auseinanderreißt. Und was hat Laval gemacht? Laval, der Vertreter Vichys, dann geben wir den Deutschen doch auch die Adressen, die Namen der unter 16-Jährigen. Die sind auch deportiert worden. Also eine Art zynischer, vorauseilender Gehorsam. Und so muss man die Eigenständigkeit von Vichy bezeichnen.
vorauseilender Gehorsam, um sich Freiraum zu verschaffen für solche banalen Gesetze, wie ich sie eben genannt habe, gegenüber dem deutschen Besetzer. Dieser Freiraum war dann ab November 1942 auch de facto gar nicht mehr existent, weil nachdem die Alliierten in Marokko gelandet waren, die Deutschen dann Gesamtfrankreich bis zur Mittelmeerküste besetzten und das Vichy-Regime im Grunde genommen ab November 1942 eine Marionette war. Also das zu diesen Fragen. Gibt es eigentlich heute in Frankreich eine neue Art der Aufarbeitung und Auseinandersetzung damit? Also Sigmaringen an sich, ich glaube, ist auch nicht so bekannt, nur unter Spezialisten. Aber diese Auseinandersetzung mit der französischen Geschichte oder mit dieser Zeit auch des Vichy-Regime wurde schon vorangetrieben von einem Historiker, der, also stellvertretend von einem Historiker, der erwähnt wurde, Henri Rousseau, der ganz spezifisch da ein Buch geschrieben hat über eben diese Erinnerungskultur. Und dieses Buch ist ein unumstrittenes Buch über die französische Geschichte. Das ist nicht nur in der Wissenschaft auch rezipiert worden ist, aber ich habe das auch vorhin erwähnt. Der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac hat 1995 auch eine Rede gehalten, wo er explizit die Anerkennung der Verantwortung des Staates, wo er die Verantwortung des französischen Staates anerkannt, was vorhin noch nie gemacht worden ist, also eben in der Verwicklung oder in der Kollaboration. Das wurde nie sonst früher offiziell auch so gesagt. Und ab dieser Zeit, dann kann man schon das als eine offizielle, anerkannte Geschichte auch Frankreichs auch wahrnehmen. Also das ist vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessant, dass man, wenn man mit etwas aufmerksamem Blick durch Paris läuft, an jeder Schule in Paris diese Tafeln sieht, auf dem steht, dass aus dieser Schule mit dem entsprechenden Datum jüdische Kinder, Jugendliche deportiert wurden. Und ich kann jetzt aus dem Gedächtnis die genaue Formulierung nicht zitieren, aber es wird eindeutig klar daraus, dass es zwar unter dem Besatzungsregime der Deutschen geschah, aber dass es mit Hilfe der französischen Polizei geschah. Also insofern hat der französische Staat seine Verantwortung anerkannt, wobei das Problem ja letztendlich unlösbar ist. Denn es ist ja eine Frage der Kontinuität. Für de Gaulle war das noch ein relativ einfach zu lösendes Problem. Legitimität und Legalität. Genau. Und de Gaulle hat es also so ausgedrückt, als Georges Bidault, sein Berater, ihm am 25. August 1944 bei der Befreiung von Paris auf dem Balkon zuflüsterte: Mon General, vergessen Sie nicht, die Leute, die Ihnen da jetzt zujubeln gerade, die befreiten Bewohner von Paris, die haben noch vor 3 Monaten Pétain zugejubelt. Und da hat de Gaulle gesagt, das hat ihn nicht interessiert. Er wollte das nicht wissen. Und Bidault hat dann gesagt, und jetzt, Mon General, wäre es die Gelegenheit, die Republik neu zu gründen. Jetzt ist in diesem Zeichen des Daumens. Und de Gaulle antwortet, La République n'a jamais. Die Republik ist niemals aufgelöst worden. Die Republik gibt es. Es gibt diese Kontinuität. Und Vichy ist nul et non avenu. Genau. In seinem Verständnis war die Kontinuität der Republik war in ihn personifiziert, sondern also die war in London im Grunde genommen, in der Widerstand. Und der Widerstand war oder stellte diese Kontinuität der Republik dar im Grunde genommen. Also in Deutschland haben wir dieses Verständnis davon, dass die Bundesrepublik bei ihrer Gründung in einem formaljuristischen Sinne die Rechtsnachfolge des Dritten Reiches antreten musste. Es musste jemanden geben. Die DDR, dann wenige Monate später gegründet, hat das ja abgelehnt aus ihrem Selbstverständnis heraus. Die Bundesrepublik hat die Rechtsnachfolge angetreten und hat natürlich nicht die moralische Schuld damit sozusagen übernommen, aber die materielle sehr wohl.
und natürlich auch die Verantwortung, die damit verbunden ist. Aber in Deutschland käme ja niemand auf die Idee, eine Kontinuität zwischen der Kanzlerschaft Hitlers oder Dönitz rein formal für die letzten Tage des Dritten Reichs und Adenauers herzustellen. Für französische Welt ist das schwierig vorstellbar, weil der französische Staat ja eben nur als Kontinuität denkbar ist. Und ein Zeuge der Schwierigkeit ist, auch über den haben wir eben schon gesprochen, ist Pierre Birnbaum, der ja der Vertreter des starken, legitimen französischen Staates in all seinen Forschungen war und der anhand seiner eigenen Biografie feststellen musste, wie sehr seine jüdischen Eltern von eben diesem französischen Staat verraten wurde. Übrigens, pour la petite histoire, Pierre Birnbaum hat mir neulich noch geschrieben, als wir uns über Sigmaringen und über die Bedeutung von Sigmaringen in der französischen Historiografie unterhalten haben, Sigmaringen, pour moi, c'est Céline. Also da auch wieder die Brille, durch die man Sigmaringen sieht, wenn man es überhaupt sieht, ist der Roman von Céline, der meines Erachtens in hohem Maße verfälschend ist. Ja, das war auch eigentlich ein schönes Schlusswort. Oder? Ja. Wolltest du noch was? Nee, ich würde dabei bleiben. Ich fand das nur interessant, aber es könnte zum Thema eines weiteren Gesprächs sein, dass es eben in dem Vorwort dann erwähnen Sie den Rückkehr der Dämonen und das wäre quasi auch, das hätte mich interessiert, aber das können wir gerne für ein nächstes. Ja, insofern, ja, die Dämonen, die Rückkehr der Dämonen, das ist im Grunde genommen eine Variation des Bildes vom blinden Fleck. Das heißt, wenn man sich etwas nicht vergegenwärtigt und nicht klar macht, man braucht da gar nicht Freudianer zu sein, um zu sagen, das kehrt dann als das Unheimliche wieder zurück. Interessanterweise hat Henri Rousseau, den Sie ja eben erwähnt haben, hat ja dieses Bewusstsein, dieses sehr späte Bewusstsein für die französische Rolle während der Kriegszeit in einem Begriff der Psychopathologie, nämlich dem des Syndroms, benannt. Und das ist meines Erachtens zu Recht so. Auch wenn ich jetzt ein etwas schlechtes Gewissen haben, dass wir zu sehr Frankreich-lastig darüber gesprochen haben. Denn in Deutschland gibt es natürlich diese Verdrängungsmechanismen genauso. Also ich erinnere nur an dieses Bon Mot, das ja auch ein Buchtitel war, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, ich glaube 1995 ist es erschienen, Opa war kein Nazi. Also langsam hatte man sich daran gewöhnt. Da ist was in der Generation der Großeltern, der damaligen Großeltern, aber nicht in unserer Familie. Das ist ja im Grunde ähnlich beschönigend und einen neuen blinden Fleck schaffen, wie das in anderen Erinnerungskulturen der Fall ist. Und vielleicht sollte man, das wäre vielleicht als Schlusswort, wenn ich mir das erlauben darf, gar nicht so uninteressant, vielleicht sollte man nochmal auf diese wirklich folgenreiche Rede von Ernest Renan eingehen, in der er definiert, was denn eine Nation sei, nämlich das berühmte Plébiscite tous les jours, also sich jeden Tag erneut für die Belange der Nation zu engagieren, das gemeinsame Erinnern und das gemeinsame Vergessen und nicht Herkunft und Sprache und Kultur und so weiter. Das sind für Renan die Ingredienzen dessen, was man als Nation bezeichnen würde und die Modellnation dafür ist für ihn natürlich Frankreich. Die Pointe liegt darin, dass diese Rede bereits 3 Jahre zuvor in Berlin gehalten worden war von Moritz Lazarus unter dem Titel Was ist national? Und Moritz Lazarus sie seinen verehrten Lehrer in der Distanz geschickt hat. Und Ernest Renan hat sozusagen diese deutsch-jüdische Perspektive auf den französischen Kontext übertragen. Eigentlich ein sehr schönes Beispiel für eine Kooperation franco-allemande. Ja. Ja. Vielen Dank, Herr Professor Schönemann. Vielen Dank, Herr Nemming-Kurz. Und unseren Zuhörern und Zuschauern dürfen wir auch noch weitere Folgen in Aussicht stellen. Also bleiben Sie auf dem Facebook-Kanal der Landeszentrale für politische Bildung. Wir haben bis zum 7. Juli hier noch weitere Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Aber eins kann ich Ihnen versprechen, jedes Thema ist für sich sehr spannend und interessant. Guten Abend. Du bist Politik digital.
ein Videopodcast der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt.